Adoptieren kann ich Maxi nur, wenn wir beide verheiratet sind. Verheiratet? Mensch, Jessica, das ist nun mal der einzige Weg, wie ich Max adoptieren kann. Nee, sorry. Was habe ich gemacht? Oh, Scheiße. Kannst du mir eins glauben? Ich weiß ganz genau, was ich getan habe. Und ich schäme mich dafür im Grund und Boden. Kim, ich liebe nur dich. Scheiße, verdammt nochmal! Soll ich mich bedanken? Ja, wenn bei deiner Assistentin. Denn die hat mir den Arsch gerettet, meine Schulden abgedrückt und mich auf die Idee gebracht, dich hier rauszuholen. Meine Assistentin? Ne? Ja, die ist Gold wert. Du hast mir das Leben gerettet. Ohne dich hätte ich das alles hier verloren. Die hätten mich abgeschoben. Verstehst du? Das werde ich dir nie vergessen. Dafür hast du einen gut bei mir. Okay, kein Problem. Danke. Juri, übrigens, Tanja will dich sehen wegen dem verpassten Moschtermin und es ist sehr dringend. Da wollte ich sowieso gerade. Kaffee. Kommt sofort. Wir zwei müssen reden. Jetzt. Sofort. Zur Tür, das gehört sich ja wohl so. Ich merke schon, ich krieg den vollen Service. Ehrlich gesagt mache ich es auch nur bei sehr, sehr netten und ausdauernden Besuch. Wir lernen uns gerade erst kennen. Ich kann ja noch viel netter sein. Dann sollten wir das unbedingt fortsetzen. Ich gebe dir meine Nummer. Hab nichts anderes. Ich weiß ja, wo ich wohne. Würde mich freuen, wenn du dich meldest. Was? Gar nichts. Frau von dem Typen, der dich geschwängert hat, geht jetzt mit Maximilian zum Impfen. Sonst ist nichts. Das habe ich nicht so gemeint. Wie denn sonst? Tut mir leid, dass ich das gesagt habe, aber ich lass mich nicht so einfach erpressen. Das will ich doch gar nicht. Du heulst mir die Ohren voll, wie sehr du leidest, dass du Hagen für tot erklären lässt. Dann muss ich dich doch praktisch heiraten. Ich will nicht heiraten, ich will Max adoptieren und für ihn würde ich jedes Opfer bringen. Was soll das denn jetzt heißen? Dass du jetzt auch noch die bessere Mutter bist. Jessica, Mann, ich hab die Gesetze doch nicht gemacht. Ach, jetzt sind auch die Gesetze dran schuld, dass wir heiraten müssen. Mann, wir müssen gar nichts, aber ich würde es tun, ja, für Maxi. Weil ich alles für ihn tun würde, okay? Du tust es schon wieder. Was? Du würdest es tun, ich nicht. Du gut, ich schlecht, du hui, ich pui. Soll ich jetzt vielleicht mitkommen, wenn ich schon mal wach bin? Nicht nötig, ich habe hier die Vollmachten. Vielen Dank. Stand der Wagen vorher nicht woanders? Naja. Ja, aber jetzt bin ich näher an der Motorklitsche, ist für den Umsatz ein bisschen besser. Ja, ist wirklich köstlich. Muchas gracias. De nada. Wissen Sie, es schmeckt alles so gut, weil alles frisch ist. Hier kommt nichts aus der Dose, außer, gut, außer der Mais vielleicht. Gefällt mir. Der Burrito? Der auch. Betreiben Sie den Stand ganz alleine? Ja, ich kann mir momentan keine Hilfe leisten. Am Anfang muss man noch jeden Cent kalkulieren. Bestimmt hart, wenn man keine Unterstützung hat. Niemand, der einem hilft. Ich komme zurecht, danke. Wissen Sie, ich lebe für den Wagen. Ich wohne da sogar drin. Hier. So ganz alleine? Passen Sie mal auf, Kumpel. Ich mache Ihnen gerne noch was zu essen, aber wenn Sie vorhaben, zum Nachtisch mit mir auf der Matratze zu kuscheln, sind Sie an der falschen Adresse. Ich bin nämlich verheiratet und zwar mit einer Frau. Oh, ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Missverständnis? Bernhard Zweig, Ausländeramt Düsseldorf. Ich bin hier, um Ihre Ehe zu überprüfen. Geht's noch? Wieso hast du nicht gesagt, dass ich Juri aus der Abschiebehaft geholt habe?
Ich habe seine Arbeitsbescheinigung kopiert, ich habe die Mosch-Tussi hingehalten, ich habe sogar telefoniert. Ich habe die Schulden von seinem Kollegen bezahlt, damit er seine Aussage zurückzieht. Mein ganzes Erspartes, und es war auch noch gefährlich. Du lässt dich von Juri für etwas feiern, was du überhaupt nicht getan hast, sondern ich. Oh, wow, was du nicht alles für Juri getan hast. Du hast ihn vor der Abschiebehaft gerettet, du hast seine Präsentation gerettet. Kann es sein, dass du einfach deinen Job als Assistentin wiederhaben willst? Blödsinn, ich... Darum geht's doch jetzt hier gar nicht. Du willst deinen Job wiederhaben und deswegen schleimst du dich bei Juri ein. Glaubst du, ich check das nicht? Ich habe ihm geholfen, weil er Hilfe brauchte. Und du ihm ja wohl keine warst. Tja, jetzt ist dieses kleine Missverständnis nun mal in der Welt. Juri glaubt, was er glaubt. Weil du es nicht aufklärst. Pass mal auf, Martha. Wegen dir ist meine Ehe im Arsch. Ich lass mir nicht auch noch meinen Job von dir vermasseln. Du bist mir was schuldig. Also hältst du die Klappe, kapiert? Kein Wort. Nicht zu Juri, zu niemanden. Die offizielle Version von nun an lautet, dass ich Juri aus dem Knast geholt habe, weil ich, Kim Wolf, eine 1A-Assistentin bin. Damit kommst du keine 2 Stunden durch. Das kommt raus. Und dann steckst du richtig in der Scheiße. Das lass mal meine Sorge sein. Da werde ich es zeigen. Ehrlich gesagt, es ist mir scheißegal, warum sie verhaftet worden sind. Es geht mir um die Präsentation und um den Vertrag mit Mosch. Das waren ihre Entwürfe, da haben sie da zu sein. Ich bin noch nicht... Die Scheiße ist passiert. Machen wir einen neuen Termin. Wird nicht nötig sein. Der Vertrag ist trotzdem zustande gekommen. Sie können sich bei Martha Wolf bedanken. Martha? Martha hat die Entwürfe aus ihrem Gedächtnis nachgezeichnet. Und zum Glück konnte sie die Chefeinkäuferin überzeugen. Ich habe die kleine Näherin wohl unterschätzt. Sie hat ein ganz gutes Gespür, als sie sie zu ihrer Assistentin gemacht haben. Also ich finde, sie kann sie ziemlich gut vertreten, falls sie mal wieder im Gefängnis landen oder irgendwo. Nein, ich habe jemand Neues, Kim. Die ist gut genug für mich. Tauschen Sie sie wieder. Nein. Noch was? Das eben, das tut mir leid. Ich dachte wirklich, Sie sind... Keine Panik, mein Interesse an Ihrem Privatleben ist rein beruflich. Ihr bisheriger Sachbearbeiter, Herr Stock, hatte einen Herzinfarkt. Und ich habe seine Fälle sozusagen geerbt. Gott, es tut mir leid. Hier, geht aufs Haus. Danke. In Ihrer Akte, Herr Sanchez, gab es einen Vermerk. Ein Vermerk? Nein, das kann überhaupt nicht sein. Ja. Herr Stock hatte Ihre Ehe im Verdacht, eine Scheinehe zu sein. Und daher musste ich eine offizielle Untersuchung einleiten. Okay, lassen Sie mich mal sehen. Als ich gelesen habe, dass Sie in einem Imbisswagen wohnen, ich dachte zuerst, es ist ein Scherz. Ich scherze nie mit dem Ausländeramt. Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Wohnen Sie hier auch allein? Nein, ich wohne hier zusammen mit meiner Frau, die gerade da arbeiten ist. Donnerwetter, meine hätte mir was erzählt. Ja, hat meine auch. Wissen Sie, ich renoviere nämlich gerade unsere Wohnung, unsere erste gemeinsame eheliche Wohnung im Haus meiner Schwiegereltern. Deswegen ist das hier so eine Art Kompromiss. Ich würde das Gespräch gerne drinnen weiter fortsetzen, gemeinsam mit Ihrer Frau. Dabei könnte ich mir auch die Wohnverhältnisse im Burrito-Wagen angucken. Jetzt, das geht ja nicht, weil meine Frau da arbeiten ist. Verstehe. Dann heute Nachmittag? Heute Nachmittag ist super. So machen wir das. Ja. Wiedersehen, Herr Sanchez. Herr Zweck. Herr Sanchez, sollte sich herausstellen, dass Sie eine Scheinehe führen, wird sie annulliert und Sie werden ausgewiesen. Dann. Ich will mich auch gar nicht mit Anna streiten.
Eigentlich lief ja auch alles gut, bis sie auf diese bescheuerte Idee mit der Hochzeit kam. So bescheuert finde ich die Idee jetzt gar nicht. Wenn ich Dana richtig verstanden habe, dann... Mit dir darüber geredet? Also, sie ist nur auf diese Idee gekommen, weil sie darin die einzige Möglichkeit sieht, Max zu adoptieren. Ja und? Ich fänd's ja auch schöner. Wenn's nicht geht, dann geht's halt nicht. Außerdem ist Dana Mama 2. Für ihn, für mich und für alle anderen gibt's halt die Vollmacht. Für alle anderen? Wie viel Vollmachten willst du noch ausstellen? Also, ich habe jetzt mal so einen ganzen Stapel Blanko ausgedrückt und ich denke mal, das würde reichen, bis er 18 ist. Ich meine, das geht einmal für einen Kinderarzt, aber denk doch mal an so eine Situation wie letzte Woche. Du meinst, als Elisabeth meinen Sohn aus Versehen mit einem anderen Kind verwechselt hat? Die Polizei wollte Dana nicht glauben, dass sie die Mutter ist und hat ihr das Kind nicht gegeben. Ja, wie oft passiert sowas? Versetz dich mal in Danas Lage. Was ist, wenn dir irgendwas passiert? Wo landet Max dann? Ach, komm. Ich stand damals genau vor demselben Problem. Ich war mit Julia verheiratet, aber nicht Timos Vater. Wenn Julia irgendwas zugestoßen wäre, ich hätte keinerlei Rechte gehabt. Deswegen war mir die Adoption so wichtig. Du musstest dafür aber keinen anderen Kerl heiraten. Ach, ich hätte alles geheiratet. Hund, Katze, Frau, Mann. Was ist denn, wenn ich Maxi einfach vererbe? Ich schreibe Dana ins Testament und setze sie als Vormund ein. Jessie, du kannst doch keinen Menschen vererben. Echt nicht? Stell dir mal vor, dann geht die ganze Sache vor Gericht und irgendeiner gewinnt das Sorgerecht. Wo landet Max dann? Zum Beispiel bei deinem Vater. Mein Vater? Oh Gott. Nein, also... Wenn mir mal was passiert, dann soll Maxi bei euch bleiben, bei Dana. Schließlich ist sie doch auch seine Mutter. Vor dem Gesetz ist sie gar nichts. Sie ist ja nicht mal mit ihm verwandt. Kein Gericht der Welt würde ihr einfach so das Sorgerecht geben. Willst du es wirklich riskieren? Oh. Hey, was machst du denn hier? Ich hatte Lust, Thomas zu besuchen. Ich war gerade mit Maxi beim Arzt. Und ich durfte ihn nur impfen lassen, weil Jessica mir eine Vollmacht ausgestellt hat. Ich darf nichts allein entscheiden. Mann, wisst ihr, wie sich das anfühlt? Wieso? Läuft doch eigentlich ganz gut mit euch beiden, dachte ich. Ja, halbwegs, bisher. Aber wie lange noch? Und was ist, wenn Jessica was passiert? Was passiert dann mit Maxi? Ja, aber was ist denn mit euren Adoptionsplänen? Adoption geht nur, wenn ich Jessica heirate. Ja, so weit kommt's noch. Ja, was denn? Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Es reicht doch wohl, dass Marlene... Thomas! Ja, was denn? Man heiratet doch nicht einfach so zum Spaß. Ihr beiden... Ihr seid doch nicht... Nein, müssen wir doch auch gar nicht. Wir tun doch nur so. Ja, ein etwas... ungewöhnlicher Weg. Ich lasse Hagen für tot erklären, dann heirate ich Jessica und dann bin ich Maxis Mutter. Das ist so einfach. Nur Jessica stellt sich quer. Ja, wenigstens ist eine mit Verstand. Ja, was ist denn? Man heiratet doch nicht so einfach zum Schein. Was ist denn, wenn eine von euch einen neuen Partner findet und den dann heiraten will? Sobald die Adoption über die Bühne ist, ist das doch kein Problem. Dann bin ich Maxis Mutter, dann kann das niemand mehr rückgängig machen. Ja, ich verstehe, dass du Sicherheit haben willst. Ach, Sicherheit. Die totale Sicherheit, die gibt's sowieso nie. Doch, die gibt es. In dem Moment, wenn ich die Adoptionspapiere in der Hand halte. Da kann Jessica sich verlieben, so oft sie will. Dann bin ich Maxis Mutter. Aber was, wenn es vorher passiert? Was dann? Der Vertrag von Mosch müsste jeden Moment kommen. Nächste. Das ist so Wahnsinn. Seit der Modenschau, da kaufen die Kunden die Entwürfe praktisch blind. Kaffee? Du hattest sogar die Mosch-Chefeinkäuferin in Abwesenheit in der Tasche. Zum Glück haben Marthas Kritzeleien nicht alles versaut. Telefon. Ja, Kim Wolf, Assistentin von Juri Adam. Mit wem spreche ich bitte? Moment. Ja. Sascha? Irgendwas mit Itch-Nachname? Was soll ich ihm ausrichten? Du kennst Sascha nicht? Sascha. Sag mal, welche Assistentin hat mir eigentlich den Arsch gerettet?
Hey. Hi. Danke, dass du ihn zum Arzt gebracht hast. Bis nachher. Jessica, warte. Ich muss das jetzt wissen und ich will, dass du mir die Wahrheit sagst. Ist das hier alles nur so eine Art Übergangslösung für dich? Was? Ich meine unsere Patchwork-Familie in der WG. Übergang für was? Bis der nächste Traumprinz kommt und du mit ihm und Max eine Familie gründest. Ich meine, dann wäre ich mit meinem Adoptions- und Heiratswunsch natürlich im Weg. Heißt das, ich darf mich in Zukunft nicht mehr verlieben? Natürlich darfst du das. Es ist nur... Kannst du mir garantieren, dass du beim nächsten Traumprinz nicht vergisst, wer Mama 2 ist? Natürlich kann ich das. Und was ist, wenn er ein tolles Haus in L.A. hat und eine Modelagentur und sagt, hey, komm mit mir, Baby. Das gehört alles dir. Was denn für ein Haus? Dana, wofür hältst du mich eigentlich? Denkst du, ich weiß nicht, wer Maxis Familie ist? Max bedeutet mir alles. Ich habe einfach so... Ich habe Angst, ihn auch noch zu verlieren. Ich weiß. Nur weil ich dich nicht heiraten will, heißt das doch noch lange nicht, dass ich einfach mit dem nächstbesten Typen abhaue. Ich will mehr Sicherheit. Und darum will ich die Todeserklärung von Hagen unterschreiben. Weil ich hoffe, dass du deine Meinung irgendwann noch mal änderst. Außerdem bin ich auf dem Weg ins Krankenhaus zu Ansgar. Kannst du mir mal kurz zuhören? Heute war ein Typ vom Ausländeramt an meinem Burrito-Wagen, um unsere Ehe zu überprüfen. Verstehst du das? Und? Was hast du ihm gesagt? Dass unsere Ehe im Arsch ist? Bitte, Kim, kannst du mal einen Augenblick damit aufhören? Es geht hier um meine Existenz in Deutschland. Bitte, Kim, komm heute Nachmittag einfach in den Burrito-Wagen und tu nur kurz, ganz kurz, nur für den Typen so, als wäre zwischen uns alles in Ordnung. Ja, danach kannst du mich gerne wieder hassen. Ich spiele niemandem irgendetwas vor. Das hättest du dir früher überlegen müssen. Blöde Diät. Bitte macht's auch noch. Ich glaube, ich sollte. Ich meine, ich wollte mich bei dir bedanken. Das mit der Präsentation habe ich gern gemacht. Wirklich. Nicht wegen der Präsentation. Also auch. Ich meine eher die Sache mit der Polizei. Ich habe das erst gerade erfahren, dass du Sascha die Schulden bezahlt hast und dass du ihn zur Polizei geschleppt hast. Also, danke. Danke. Bitte. Ja, so, wie viel hast du ihm gegeben? Was? 2000? Hier. Also, das sind 100. Warte, ich... Ja. Nochmal 200, also... Den Rest hole ich dir gleich. Danke. Jessica? Nee.
Ich habe gerade an dich gedacht. Und schon bin ich hier, höchstpersönlich. Setz dich doch. Gern. Kann ich dich auf was einladen? Oh ja, einen doppelten Espresso. Ich habe letzte Nacht irgendwie nicht so viel geschlafen. Das ist komisch, weil es geht mir ganz genauso. Ah. Und, hast du dich jetzt schon entschieden? Hm? Was darf es denn noch sein? Einen doppelten Espresso, bitte. Wie sieht's denn jetzt aus mit dem Heiratsantrag deiner lesbischen Freundin? Mhm. Falsches Thema. Oh. Das heißt, ihr streitet immer noch? Mhm. Aber nicht wegen mir, oder? Mhm. Eher so wegen allem. Ach, ihr kennt euch? Ja. Die eine ist die Chefdesignerin in der Firma, in der ich arbeite, und die andere ist die Schwester von meiner Mitbewohnerin. Ach, von der Freundin, die dich auch heiraten will. Genau. Ja, und du bist dir sicher, dass du nicht lieber bei denen sitzen willst, als hier mit mir am Tisch? Sag mal, habe ich dir gestern eigentlich nicht genug gezeigt, dass ich so ganz und gar nicht lesbisch bin? Da. Hast du dein doofes Geld? Ich hol den Rest. Nein, das ist eine Sache zwischen Sascha und mir. Du hast mir das nur gegeben, weil du mich auf Abstand halten willst. Wie bitte? Das ist so armselig. Du gibst mir Geld, damit ich dir nicht zu nahe komme. Was soll ich dir mal was sagen? Ich habe mich nicht für dich eingesetzt, weil ich nicht verliebt bin oder so. Sondern weil du meine Hilfe gebraucht hast. Ganz im Gegenteil zu Kim, der du vollkommen am Arsch vorbeigehst. Verstehe ich dich. Aber Mr. Lonesome Designer will dir einfach mal nicht zugeben, dass er ohne mich komplett aufgeschmissen wäre. Ich bin noch nicht fertig. Du hast einfach eine Scheißangst, dass irgendjemand dir hinter deine coole Fassade schauen kann und sieht, wer du wirklich bist. Dabei weiß ich das doch längst. Du weißt nichts von mir. Wenn du dich da mal nicht täuschst. Noch mal ganz langsam. Warum sitzt du morgen im Frachtflieger nach Caracas? Weil deine Tochter mich unbedingt loswerden will. Wenn es nach mir ginge, dann würdest du nach Caracas schwimmen. Mit Betonschuhen an den Füßen. Ja, ich weiß, aber ich habe mich bei ihr entschuldigt für alles, was ich deiner Tochter... Mit meiner Nichte? Ja, was ich deiner Tochter mit deiner Nichte angetan habe. Aber das Ausländeramt schiebt mich ab, wenn deine Tochter nicht mal ganz eben kurz nebenbei bestätigt, dass wir eine Ehe führen. Eure Ehe scheint ja nicht gerade sehr solide aus. Ja, aber ich versuche wirklich alles. Verstehst du? Alles. Ja, das verstehe ich. Du hast ganz schön Mist gebaut. Aber du versuchst wenigstens, das wieder gut zu machen. Also gut, ich rede mal mit ihr. Ja? Ja, ja, ja. Ich versprechen kann ich nichts. Du weißt ja, wie die Weiber in dieser Familie ticken. Ja, aber es muss schnell gehen. Der Typ vom Ausländeramt steht heute Nachmittag schon vor meinem Burrito-Wagen. Und Kim ist immer noch bei Ansgar im Krankenhaus. Aber das klingt doch gut. Deine Frau ist bei ihrem kranken Vater. Das verschafft dir Zeit. Jetzt müsstest du nur noch dafür sorgen, dass es im Burrito-Wagen halbwegs bewohnt aussieht. Also, dass ab und zu eine Frau übernachtet. Am besten besorgst du ein paar Klamotten von Kim. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Guck dann. Hier geblieben. Herr Stiel, ich muss nur kurz in Kims Zimmer. Ich erhalte meine Anweisungen von den Herrschaften und nicht von Ihnen. Es geht hier also weniger um die Frage, was Sie müssen, als was Sie dürfen. Sie verstehen das nicht. Ah, Sie verstehen nicht. Sie gelten hier als persona non grata. Und als solche möchte ich Sie bitten, nun jetzt zu gehen, ja? Wissen Sie, Ihr lateinisches Geschwafel können Sie sich sonst wohin schieben. Ich muss nur kurz in Kims Zimmer und ein paar Sachen holen. Wow. Sie haben natürlich vollkommen recht. Persona non grata ist lateinisch. Es bedeutet so viel wie unerwünschte Person. Und für solche Personen gibt es auf diesem Schloss nur einen einzigen Weg. Hinaus. Bitte, Herr Stiel, ich muss da nur kurz hoch. Es geht um mein Leben. Guten Tag. Ich...
Also habe ich das richtig verstanden. Deine Mitbewohnerin ist in Wirklichkeit gar nicht lesbisch, aber sie will dich trotzdem heiraten. Aber ich will nicht heiraten und ich bin auch überhaupt nicht lesbisch. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum es dann geht, ne? Ja. Gut. Also Dana ist, wie gesagt, meine Mitbewohnerin, aber auch die Frau von Maxis verschollenem Papa. Ja, so habe ich auch geguckt. Also von den Details weiß ich eigentlich gar nichts mehr, denn ich war sowas von stramm. Ja, man denkt immer noch einmal ist keinmal und dann raus. Ist er da? Naja, und Dana und ich wollen jetzt auf jeden Fall Maxi gleichberechtigt großziehen als Mama 1 und Mama 2. Und deswegen wohnen wir auch zusammen und das soll auch so bleiben. Und Dana ist eigentlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Also eigentlich nach Maxi sogar der wichtigste. Naja, und Dana nervt halt die ganze Zeit mit dem Heiraten, weil sie Maxi adoptieren will. Und adoptieren geht aber nur, wenn man heiratet. Und deswegen heiraten. Ja, jetzt weißt du Bescheid. Man sagt ja immer, es tut gut, wenn man drüber redet. Und es stimmt. Ich fühle mich richtig, richtig gut. Danke. Ich bin so froh, dass wir uns kennengelernt haben und ich würde dich sehr gerne noch viel, viel, viel näher kennenlernen. Weißt du, Jessica, das mit dir, das war wirklich sehr, sehr schön. Mhm. Aber ich glaube, ich bin einfach nicht so der heimliche Gelegenheitsliebhaber für scheinlesbische Patchwork-Beziehungen. Was soll das jetzt bedeuten? Na, das soll heißen, dass mir die ganze Nummer ein bisschen zu anstrengend wird. Ruf dich die ganze Zeit. Und, wie geht's Ansgar? Noch nicht viel besser. Aber deswegen bist du nicht hier, oder? Hm. Lass mich raten, du hast mit dem Mio gesprochen. Der Termin mit der Ausländerbehörde, der ist wichtig. Ja, aber nicht für mich. Mit mir hat das Ganze um gar nichts zu tun, Papa. Es ist doch Quatsch. Das weißt du selber. Hey, gibt es hier noch irgendwo Klamotten von Kim? Hallo erstmal, ja? Wieso? Du, ich habe jetzt keine Zeit für lange Erklärungen. Ja, das trifft sich gut. Ich muss nämlich auch zur Schwangerschaftsgymnastik. Also gibt es welche? Keine Ahnung. Ich glaube, sie hat alle Sachen mit aufs Schloss genommen. Aber vielleicht sind im Keller noch ein paar Kindersachen von ihr, hä? Das bringt mir nichts. Du bedien dich ruhig am Kühlschrank. Martha ist nämlich auf Diät und seitdem haben wir den ganzen Schrank voller Essen. Also, tschüss, ich muss los. Martha, niemand weiß besser als ich, was es bedeutet, betrogen zu werden. Und keiner erwartet von ihr, dass du Emilio verzeihst. Weißt du, wie lange ich gelitten habe? Aber dann habe ich mich zusammengerissen und habe Vicky verziehen. Und es war gut. Ja, finde ich doch auch. Wenn man frisch vom Schlachtfeld kommt, dann kann man nicht so klar denken, weil man sich noch die Wunden leckt. Das kann dauern. Wochen, Monate vielleicht. Aber eins ist klar. Wenn du heute Nachmittag nicht zum Burrito-Wagen gehst und Emilio hilfst, dann ist er weg. Und du wirst es nicht erfahren. Willst du das wirklich? Cool, was sagen. Sister.
hier los? Hier gibt es immer einen Grund zu feiern. Einspaziert. Maxi wird heute 3 Monate alt. Ja, und das muss man doch feiern. Ja, ich find's auch ein bisschen crazy. Ich meine, das Wichtigste ist doch, dass Max weiß, dass er eine Familie hat, die immer mit ihm feiern wird. Und deswegen müssen wir jetzt für ihn singen. Und danach gehen wir jetzt nur Limits und trinken ein. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch, 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 hoch. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Ja? Da bin ich schon wieder. Ja, da sind Sie schon wieder. Kommen Sie doch rein, Herr Zweig. Herzlich willkommen. Setzen Sie sich. Möchten Sie was trinken? Gerne. Tja, da sieht man die weibliche Hand. Frische Blumen. Sehr schön. Ja, bitteschön. Wo ist denn die werte Gattin? Die werte Gattin, um ehrlich zu sein, sie ist im Krankenhaus bei ihrem Vater. Er hat einen schweren Verkehrsunfall. Sie lässt sich entschuldigen, aber ich soll sie lieber nicht grüßen. Wissen Sie, was ich mir wünschen würde, Herr Sanchez? Nee, was denn? Dass ich einmal, nur einmal etwas anderes hören würde, als immer die gleichen Ausreden. Es ist immer das Gleiche. Aber Herr Zweig, das ist in dem Fall... Hallo. Entschuldigung für die Verspätung. Ich wurde noch im Geschäft aufgehalten. Wie gefällt Ihnen unsere kleine Übergangswohnung? Süß, oder? Ja, also unsere neue gemeinsame Wohnung wird wie ein Palast sein. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Sieht wirklich richtig glücklich aus bei dir. Mhm. Ich würde auch glücklich aussehen, wenn man mein Gesicht den ganzen Tag an irgendwelche Brüste drücken würde. Hast du einen Notstand? Ja, erst gestern ist wieder bei einer heißen Braut im No Limits abgeblitzt. Die ist nur schnell Zigaretten holen. Und bis jetzt nicht zurück. Also, wenn du groß bist, ja, dann bringen wir das mit den Mädels richtig. Eine Familie. We could break up. Auf ins No Limits. Ich hab gehört, Olli wollte einen ausgeben. Ja, das wollte er. Schluss. Könnt ruhig gehen, ich bleib hier. Ich kann auch auf ihn aufpassen, wenn du mitgehen willst. Nein, ist schon in Ordnung. Amüsiert euch. Okay. Auf zu den Brüsten. Ja, komm, wir finden ja Brüste. Haben wir wiedergekommen? Klein. So, bis heute Abend, mein kleiner Schatz. Spaß. Danke. Come on down. I tried to downplay it with a Gott, musst du dir eigentlich immer solche Momente aussuchen, um plötzlich wie aus dem Nichts neben mir zu stehen? Okay, wenn du mich feuern willst. Ich erinnere nur daran, ich arbeite nicht mehr für dich. Du hast dir meine Entwürfe ziemlich genau angeschaut. Ja, aber nur kurz. Ich würde sagen, du hast sie en Detail nachgezeichnet. Zufall. Ich habe auch mal sowas wie einen guten Tag. Nein. Ich durchschaue dich. Du weißt, wie ich denke. Das macht mir Angst. Aber ich stelle dich trotzdem wieder ein. Was? Ist das ein Problem? Um Kim? Mach dir doch um Kim keine Sorgen. Na? Hast du nicht noch was vergessen? Mm.
Entschuldigung für alles. Und danke. Auch für alles. Also? Wissen Sie, was mich stutzig gemacht hat? Dass Sie so schnell geheiratet haben. Ja, Sie kannten sich doch gerade erst 2 Monate. Darf ich jetzt weggehen? Sehen Sie, Kim und ich, wir kommen aus 2 ganz verschiedenen Welten. Sie ist halb adelig, ich nicht. Ich bin in Caracas, Barrio Santo Domingo groß geworden. Das ist ein ziemlich fieses Pflaster, wie man hier in Deutschland sagen würde. Und bei unserer ersten Begegnung, da habe ich mich auch illegalerweise auf dem Schloss aufgehalten und hatte sogar eine Perücke auf, damit man mich nicht erkennt. Aber selbst da gab es sowas wie Funken. Das war ein magischer Moment. Und ich habe auch das Autofahren beigebracht. Erinnerst du dich an die Verkehrskontrolle? Naja, und wie gesagt, der Anfang lief echt gut. Es war eine schöne Zeit. Und dann wollte mich ihr leiblicher Vater Ansgar von Lahnstein, den kennen Sie bestimmt auch, wollte mich abschieben lassen. Und dann haben wir relativ schnell entschieden, dass wir heiraten. Natürlich, damit ich in Deutschland bleiben kann, das ist klar. Aber das war keine Scheinehe, das war, weil wir uns geliebt haben. Verstehen Sie, keiner wollte, dass wir heiraten. Und ja, unsere Liebe war stärker und dann haben wir uns versteckt. Sind nach Venezuela und haben geheiratet. Ich erinnere mich immer noch an unsere Hochzeit, wie wunderschön du warst und wie toll du mit meinen Geschwistern umgegangen bist. Das war ein tolles Gefühl zu wissen, dass ich die Frau heiraten darf, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen will. Ich habe ein Déjà-vu. Ich hoffe, das ist das letzte Mal. Ich habe keine Lust, hier ständig meine Sachen hin und her zu räumen. Zu deiner Vorstrafe gekommen? Das war keine große Sache. Eine Frau ist schlecht behandelt worden und ich habe mich eingemischt. Ich bin ausgerastet. Wenn jemand schlecht behandelt wird, dann hält mich nichts mehr. Eigentlich bin ich ein friedlicher Mensch. Zitronen gibt,
Nimm Bier. Ah. Okay. Der Spruch ging, glaube ich, irgendwie anders und kommt nicht aus Malle. Ach, na ja. Doch, ich glaube auch. Gib das Leben dir Zitronen, mach Limonade draus. Ja, aber wer trinkt denn Limonade, solange es Bier gibt? Solange es Bier gibt, nimm Bier. Komm, genug der Lebensweise. Aus der Limonade kann man immer noch Radler machen. Also, Jessie weiß jedenfalls sehr genau, was sie an dir hat und werde noch sehr lange eine Familie bleiben. Bis sie was Besseres findet, den Typen von gestern Abend zum Beispiel. Der war nett, vielleicht wird der ja Max' Papa. Nie. Dana? Mir ist heute bewusst geworden, wie cool das eigentlich alles ist. Du, ich, Maxi, unsere Freunde. Und das alles will ich nicht gefährden. Und ich will auch auf gar keinen Fall, dass Maxi zu meinem Vater muss, wenn mir irgendwas passiert. Und Mann, wenn ich mich jede Woche in irgendeinen anderen Typen unsterblich verliebe, na und? Ich meine, das mit uns, das und Maxi, das ist viel wichtiger. Und ich will, dass das so bleibt. Und deshalb wollte ich dich. Moment. Oh, bevor ich es mir anders überlege. Ne? Dana, willst du? Meine Frau werden. So, der Rest ist reine Formsache. Ich nehme den Hinweis Verdacht auf Scheinehe aus den Akten und wir beide sehen uns dann in 2 Jahren auf dem Ausländeramt und können Sie einen unbefristeten Antrag auf Niederlassungserlaubnis stellen. Oh, Entschuldigung. Einen Moment. Kim, bitte, die Sachen haben nichts zu bedeuten. Ich muss nur Martha Sachen hier reinhängen, damit es wenigstens so aussieht, als ob hier eine Frau wohnen würde. Ich wusste ja gar nicht, dass du wunderbar kommst. Wunderbar. Damit ist der Fall für mich abgeschlossen. So. Herr Sanchez? Stopp! Das sind alles Lügen. Emilio hat mich benutzt, damit er hier in Deutschland bleiben kann. Was wollen Sie damit sagen? Ja, was willst du damit sagen? Das mit uns, das war alles nur eine Scheinehe. To you.